Aber für alle anderen würde ich auf jeden Fall empfehlen, kaufen Sie Schläger, die das Spiel wenigstens ein kleines bisschen einfacher machen. Lernen im Zeitraffer mit Videos von Oliver Heuler. Ein Mythos, auf den ich hin und wieder stoße, der betrifft die Aussage, warum manche Spieler Blades spielen. Da hört man dann häufig die Argumentation, na, ich spiele Blades, weil ich möchte von meinem Schläger ja ein ordentliches Feedback bekommen. Und das impliziert, dass derjenige denkt, dass es da Schläger gäbe, die, egal wie man den Ball trifft, einem immer das Gefühl vermitteln, das war ein super Schlag. Und da kann ich jeden beruhigen, solche Schläger gibt es noch nicht. Auch wenn man solche Schläger spielt wie ich, die relativ breite Sohlen haben, die eine relativ breite Schlagfläche haben, bei denen das Gewicht eher vorne und hinten zentriert ist, also eher außen rum um den Sweet Spot. Dadurch wird einfach der Trägheitsmoment etwas vergrößert. Das heißt, wenn ich den mit der Spitze oder der Hacke treffe, verdreht er sich nicht ganz so arg. Aber selbst wenn man solche Schläger spielt, dann ist es immer noch so, man bekommt da eine Rückmeldung. Wenn man den mit der Spitze oder der Hacke trifft, dann wird man das sehr wohl merken. Und das Lustige ist auch immer, wenn ich dann jemanden mit Blades frage nach dem Schlag, wissen Sie, wo Sie den jetzt getroffen haben? Dann sagt er häufig, nee, weiß ich auch nicht, habe ihn nicht gut getroffen. Und dann nützt mir das überhaupt gar nichts. Ich muss nämlich da sensibel werden in der Fähigkeit, nachher zu merken, ah, wenn ich mit der Spitze treffe, dreht er sich auf und wenn ich mit der Hacke treffe, dreht er sich zu. Und wenn ich das nicht weiß, nützen mir auch die Blades nichts. Und wenn ich es weiß, dann kann ich auch mit solchen Schlägern spielen, weil dann merke ich es da auch. Weiterhin ist interessant, dass wenn man dann solchen Spielern Schlagflächentape auf ihre Schlagflächen klebt und dann mal zu gucken, wie die so treffen, dann stellt man fest, naja, die treffen überall, mal mit der Spitze, mal mit der Hacke groß verteilt, sodass man demjenigen einfach empfehlen müsste, naja, es wird zwar ein ganz kleines bisschen einfacher mit dem Schläger, aber Sie brauchen keine Angst haben, dass Sie dann nicht mehr weiterlernen können. Denn meine Erfahrung ist die, Spieler, die wirklich in der Lage sind, mal 10, 15 Schläge mit einem Facetape zu machen und man sieht, naja, der trifft praktisch immer den Sweet Spot und es sind nur ganz kleine Streuungen, das sind Spieler, die sind in der Handicap-Klasse 4, meist aber auch noch nicht so ganz, sondern erst so ab Handicap 2, die Nuller und so, die auf jeden Fall die Plusvorgaben auch, die treffen regelmäßig den Sweet Spot und bei denen würde es dann keine große Rolle spielen. Die können sich dann auch Blades leisten, die sagen dann häufig, sie könnten mit dem Ball besser Kurven spielen. Das sehe ich dann aber auch häufig nicht, das kann ich mit dem genauso gut. Aber bei denen macht es nicht viel aus, wenn sie dann Blades spielen, weil sie eben immer den Sweet Spot treffen. Aber für alle anderen würde ich auf jeden Fall empfehlen, kaufen Sie Schläger, die das Spiel wenigstens ein kleines bisschen einfacher machen. Ich mache jetzt einfach mal zum Schluss einen Schlag vor, den ich extra nicht mit dem Sweet Spot treffe. Dann können wir uns nachher angucken, wie sowas dann aussieht. Der zum Beispiel war jetzt extrem mit der Spitze getroffen und deswegen hat er sich im Treffmoment aufgedreht und da hat auch dieser Schläger nichts dran verhindern können. Hier noch einmal in extremer Verlangsamung ein Treffer mit der Spitze und ein Treffer mit der Hacke, die beide zeigen, wie sich der Schläger verdrehen kann. Sie sahen ein Video von Oliver Heuler. Lernen im Zeitraffer. Besuchen Sie Oliver Heuler auf Facebook, YouTube oder golfschule.heuler.de.